Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Das Video heute habe ich mal ganz nebulös überschrieben mit Battle der Naturkosmetik-Drogerie-Eigenmarken. Und zwar schauen wir uns heute in verschiedenen Kategorien Produkte von Alverde, Alterra und Terra Naturi an und vergleichen die. Das bedeutet beispielsweise Kategorie Zahnpasta. Dort werde ich zwei Produkte dieser drei Marken gegeneinander antreten lassen und euch dann sagen, welches ich euch empfehlen werde. Und das Ganze machen wir in 9 verschiedenen Kategorien. Wenn ihr meinen Kanal und die Naturkosmetik-Reviews und alles ausführlich verfolgt habt, dann wird euch, glaube ich, hier nicht so groß überraschen. Aber trotzdem fand ich es einfach nochmal ganz interessant, die Sachen gegeneinander antreten zu lassen. Es ist halt oft so gewesen, dass ich hätte es gern so gemacht, dass ich wirklich Alterra, Terra Naturi, Alverde immer drei Produkte miteinander verglichen habe. Aber das hätte in den wenigsten Kategorien geklappt. Von daher habe ich jetzt immer sozusagen ein 1 gegen 1 gewählt. Und ja, dann gucken wir mal, welche Marke zum Schluss gewinnt. Los geht's mit der ersten Kategorie, und zwar Deo-Creme, wie ihr vielleicht schon am Thumbnail gesehen habt. Ich habe die Deo-Creme von Alverde bislang nicht getestet, aber die von Terra Naturi und die von Alterra. Alterra, muss ich sagen, ist hier der ganz, ganz klare Gewinner. Alterra macht eine der besten Deo-Cremes, die ich bislang getestet habe. Und ich würde sagen, ich verwende seit Minimum, ja, 2 Jahren eigentlich nur noch Deo-Creme. Ich habe ein Sprühdeo da für untertags, weil ich das manchmal unangenehm finde, mir dann nochmal mit den Fingern unter die Achsel zu gehen. Aber die Alterra Deo-Creme ist dermaßen gut. Erstmal punktet sie durch ihre Papierverpackung. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, also ist kein Plastik, kein Glas. Die Deo-Creme ist weich, die lässt sich gut verteilen. Sie hat einen angenehmen Duft, sie ist sehr cremig. Sie hinterlässt überhaupt keinen Weichschleier unter der Achsel, sondern verschmilzt so richtig durchsichtig einfach mit der Haut. Schwarze T-Shirts muss man trotzdem aufpassen. Aber das muss man ja mittlerweile bei, also, oder immer noch eigentlich auch bei allen Deos, die man sonst verwendet. Von daher, klarer Punkt an Alterra. Terra Naturi hat mich in dem Bereich wirklich überhaupt nicht überzeugen können. Aus dem Grund, weil diese Deo-Creme sehr, sehr stückig war. Also die ist sehr fest. Die hatte dann zwischendrin immer mal so, ich weiß nicht, ob man die vielleicht einfach hätte nochmal durchrühren müssen, aber die hatte wie so kleine Bröckelchen da drin. Die ist sehr weiß. Die wird auch unter der Achsel nicht transparent. Der Duft ist, ja, sehr dezent. Ja, ist jetzt nicht so, wenn man jetzt auf zitrische Düfte steht, dann definitiv Alterra. Hier muss ich ganz klar einfach sagen, da hat Terra Naturi, da müssen wir nochmal dran rumformulieren, das ist nicht optimal. Man hat hier eine Plastikverpackung, beide haben 50 Milliliter und die geben sich auch preislich nichts. Also Alterra-Preise enden halt immer auf 99, Terra Naturi unterscheidet sich und Alverde immer auf 95. Von daher zahlen wir hier 4 Cent mehr, aber das finde ich vernachlässigbar für das definitiv bessere Produkt. Haarspray ist die nächste Kategorie und da lassen wir Alverde und Alterra gegeneinander antreten. Alterra habe ich gerade erst aufgebraucht. Hier erhaltet ihr, wie viel Milliliter sind da drin? Steht es irgendwo? Das ist irgendwie hier überklebt worden. Das ist ja total mysteriös. Hier steht 250 Milliliter, aber es sind wohl nur 150. Das ist ja komisch. Merkwürdig. Ja, das müsste ja ziemlich genau gleich viel sein, das sehe ich jetzt erst. Also, 150 Milliliter pro Flasche. Hier ist der Preisvergleich interessant, weil das Alterra Haarspray kostet 2,49 € und das 1,95 €. Also hier ist das von Alverde wirklich deutlich günstiger und es ist auch das deutlich bessere Haarspray. Keins dieser Haarspray hat einen extraorbitanten Halt, ja. Aber Alterra, da hätte ich mir genauso gut Wasser auf die Haare sprühen können. Ich fand, der Pumpkopf ist immer sehr unangenehm verklebt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass das so ein bisschen gelblich ist. Ich fand den Duft auch einen Tick unangenehmer. Das sollte nach Papaya riechen. Und ich muss sagen, das ist jetzt, glaube ich, meine 4. Flasche vom Lotusblüte und violetten Reis Haarspray von Alverde. Ich sprühe damit halt so Flechtungen oder sowas mal ein. Und jetzt hier unten meine Haare, wenn ich die hoch gesteckt habe. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, zahlt weniger und holt euch das Alverde-Produkt, das ist definitiv besser. Jetzt kommen wir zu einem Battle, wo es mir nicht so ganz klar war, bis ich jetzt wieder das eine Produkt verwendet habe, und zwar Fußbuttern. Da gibt es einmal die Alterra-Fußbutter, die ich jetzt mit Bio-Grapefruit, die ich gar nicht allzu lange getestet habe, blende ich euch hier ein. Und die geht in den Konkurrenzkampf gegen die Alverde-Fußbutter Limette und Echinacea. Die hatte ich schon sehr lang vorher und habe jetzt mal die Alterra getestet. Und jetzt, wo ich die Alverde wieder habe, weiß ich, dass ich die Alverde besser finde. Das hat einfach den Grund, dass die so ein Tick leichter ist, ein bisschen kühlender, ja, und sich besser verteilen lässt. Zudem muss ich sagen, gefällt mir der Duft ein Tick mehr. Man muss ganz realistisch sagen, die Zutatenlisten unterscheiden sich hier wirklich nur minimal und letztlich ist es, glaube ich, Geschmacksfrage, was man will. Die hier ist so ein bisschen leichter, ein bisschen kühlender und die andere ist so ein bisschen fester,
Ja, das ist sicher auch Präferenz, der Duft ist auch Präferenz, aber in meinem Fall geht der Stern an die Alverde Fußbutter. Dann geht es jetzt kurz um zwei Produkte, die ich leider nicht da habe, und zwar die Zelluliteöle von Alverde und Alterra. Alverde, das Zelluliteöl mit Zitrone und Rosmarin, habe ich schon ein paar Mal nachgekauft. Wirklich ein super, super gutes Produkt. Und in Konkurrenz dazu das Alterra Zelluliteöl mit Birke und Vitamin E. Ich fand beide Öle sehr gut. Ja, Körperöl ist ein tolles Produkt. Wenn man das mag, ist das wirklich ein wunderbare, ja, entspannende und so ein bisschen Wellness-Erfahrung, finde ich so, Körperöl. Da muss ich jetzt auch rein sagen, geht es für mich um die persönliche Präferenz, und zwar den Duft. Und da muss ich sagen, dass ich das Zitrone-Rosmarin von Alverde letztlich lieber mag und besser finde. Preislich geben die sich mal wieder gar nichts. Da geht es auch auf die 4,99 bei beiden Produkten bei gleichem Inhalt. Ich tendiere zu Alverde, aber das ist sicherlich Geschmacksfrage, muss man ganz ehrlich sagen. Meiner Meinung nach keine Geschmacksfrage ist die Puderfrage. Im Bereich Puder treten an das Alterra Compact Powder gegen das Terra Naturi Compact Powder. Und eigentlich ist es unfair, weil wir wissen alle, dass Terra Naturi gewinnt. Ne? Aber ich wollte ja Alverde ein Alterra... Oh mein Gott, ich muss aufpassen, dass ich das in diesem Video nicht ständig durcheinander haue. Ne? Ich wollte Alterra eine faire Chance geben. Ja? Erstmal muss ich die Verpackung ganz klar bemängeln. Ihr habt hier Hartplastik mit einem Spiegel drin und ihr habt hier relativ gut... Entschuldigung, auseinander trennbares Plastik, das aber dazu neigt, muss man ganz ehrlich sagen, dass hier das Scharnier kaputt geht. Ja? Bei mir hält so ein Puder so 2 Monate, von daher, wenn da am Ende das Scharnier kaputt geht, ist es mir relativ egal. Dinge, die in den Spiegel enthalten, und da sieht man mal, wie dreckig meins ist, sind immer schlechter zu recyceln. Von daher muss ich das einfach einmal bemängeln und in den Raum stellen. Und was mich persönlich auch an dem Alterra Puder nach einiger Zeit sehr gestört hat, ist, dass es zu Hardpan neigt. Das bedeutet, wenn ihr mit einem Pinsel reingeht, den ihr schon mal verwendet habt, dann ist da ja Hautfett dran in der Regel. Und es setzt sich in dieses Puder rein und erzeugt Stellen, die einfach nicht mehr abgetragen werden können. Und das passiert mir ehrlich gesagt mit dem Terra Naturi Puder nie. Und es nervt, weil ihr müsst diese Stellen sozusagen oberflächlich abkratzen und dafür sorgen, dass das halt wieder angefrischt ist, weil sonst könnt ihr kein neues Produkt aufnehmen. Ja? Preislich ist in dem Alterra Puder zu 3,79 10 Gramm. Für 3,75 bei Terra Naturi kriegt ihr 9 Gramm. Das bedeutet, Alterra ist leicht günstiger. Und was ich ja auch noch negativ bemängeln muss, ist, dass in jedem Produkt eine Puderquaste drin ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute diese Puderquaste reell verwenden. Ich habe es einmal gemacht und sah damit ganz furchtbar aus, weil es meine Haut so cakey, also ich habe das unter den Augen gemacht und ich sah einfach 10 Jahre älter aus. Es war wirklich so staubtrocken und jede Falte, die ich habe, hat es betont. Wie viele Leute verwenden wirklich diese Puderquaste? Ich weiß es nicht. Dann kann man wegen mir das Produkt gerne auch günstiger machen und die Puderquaste weglassen. Könnte man auch, wenn man diesen Spiegel rauslässt. Aber da muss ich halt ganz ehrlich sagen, das finde ich halt für eine Naturkosmetikmarke und für so ein Produkt, Entschuldigung, wo man halt weiß, dass es, glaube ich, Leute jetzt in der Tendenz öfter nachkaufen als zum Beispiel ein Blush, weil es sich leichter aufbaut, finde ich das so ein bisschen Ressourcenverschwendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die freuen sich über die Quaste und die freuen sich auch über den Spiegel, weil sie es unterwegs dabei haben. Von daher auch hier letztlich wieder Geschmackssache. Geschmackssache ist ja auch Zahnpasta. Was für eine Überleitung. Hier treten an gegeneinander die Herbal Mint Zahnpasta von Terra Naturi gegen die Zahnpasta von Alterra, die ich leider nicht da habe, weil ich sie auf der Arbeit liegen habe, blöderweise. Aber auch hier gibt es für mich einen ganz klaren Gewinner, nämlich Terra Naturi. Geschmacklich, von der Konsistenz, von dem, wie schäumt, ist es ganz wunderbar. Ich habe die Alterra gerade wieder auf der Arbeit verwendet und dachte mir so, ich weiß jetzt, wonach das schmeckt, und zwar so ein bisschen nach Lakritz. Und ich finde jetzt Lakritz nicht total eklig, aber es hinterlässt halt nicht so dieses super schön gepflegte, oh, mein minziger Mundgefühl, ich gehe jetzt ins Bett. Verstehst du? So dieses, ich meine, man hat ja auch das, oder ich habe das zumindest, ich habe das Bedürfnis, mir die Zähne zu putzen, bevor ich ins Bett gehe oder wenn ich aufstehe oder so. Und da will ich halt auch ein gewisses Ergebnis haben, und da ist die Terra Naturi Herbal Mint Zahnpasta definitiv besser. Preislich liegt die hier bei 1,75 und die Alterra bei 1,49. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, zahle ich gerne die 26 Cent mehr für eine gut schmeckende Zahnpasta, die immer noch recht billig ist. Natürlich ist es nichts, wenn ihr jetzt irgendwie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie die Dentodent oder wie alle die Eigenmarken, die halt nicht Naturkosmetik sind, von DM oder Rossmann oder so, da zahlt ihr ja teilweise 60 Cent für eine Zahnpasta. Ne? Also von daher ist es schon teurer, aber mit einer Blender Med oder so ist es ja wieder auch nicht zu vergleichen. Jetzt habe ich mich richtig gehauen. Irgendwie habe ich gerade Koordinationsschwierigkeiten. Vermutlich, weil ich so aufgeregt bin für dieses Video, versteht ihr? Ja, von daher definitive Empfehlung zu
Terranaturi. Nächste Kategorie, eine Kategorie, über die ich eigentlich gar nicht so gern spreche, weil ich die Produkte gar nicht gern verwende, sind Reinigungstücher. Ich verwende die aber auf der Arbeit, weil ich schlafe auf der Arbeit, also ich arbeite in den Bereitschaftsdienst und darf halt, wenn nichts passiert, sozusagen darf ich ins Bett, solange bis wieder was passiert. Und da ich ein guter Bürger bin, nein, da ich gut auf meine Haut aufpasse, schminke ich mich ab, bevor ich mich das erste Mal hinlege. Und da habe ich Reinigungstücher bei der Arbeit. Ich möchte einmal die Alverde-Reinigungstücher mit Rose vergleichen mit den Alterra-Reinigungstüchern mit Bio-Aloe Vera. Und auch hier gibt es einen ganz, ganz klaren Gewinner, nämlich die Alterra-Reinigungstücher für mich. Die Alverde-Reinigungstücher brennen wie Socke im ganzen Gesicht. Mein Gesicht ist rot und wir wollen gar nicht mal über die Augen reden. Also das ist so, so hart, das Zeug. Also ich konnte das wirklich nur mit Mühe und Not aufbrauchen. Ich fand bei beiden die Abschminkqualität nicht optimal, wobei ich jetzt halt auch keine Reinigungstücher gewohnt bin, weil ich es halt zum Beispiel jetzt so zu Hause nie verwende. Ne? Von daher weiß ich jetzt nicht, ob es da auch genial viel bessere Reinigungstücher gibt. Ich kann nur sagen, von der Anwenderfreundlichkeit, von der Sensibilität, wie man auch immer das jetzt nennt, muss ich sagen, würde ich definitiv zu denen von Alterra greifen. Ich würde die auch nachkaufen. Ich habe mir jetzt tatsächlich aber mal zwischendrin Balea nachgekauft, einfach weil ich nicht zum Rossmann kam. Ja, aber die Alverde würde ich mir auf jeden Fall gar nicht mehr nachkaufen. Dann wirklich Alterra. Genau. Letzte zwei Kategorien habe ich gar nichts da, müssen wir kurz Bilder einblenden. Einmal Bereich Haarkur. Da möchte ich die Terra Naturi Langhaar Haarkur vergleichen mit der Alterra. Leider nur im Laden, nicht im Onlineshop, erhältlich Glanzhaarkur mit Bio-Aprikose. Und auch da habe ich einen ganz klaren Gewinner, nämlich das Produkt von Alterra. Das ist nämlich einfach eine richtig gute Haarkur. Ich habe sehr lange von Alverde was verwendet, die Bio-Rohrzucker-Haarkur. Dann hat Alverde beschlossen, irgendwie alle Haarkuren mit Kokos zu beduften. Da war ich so, nee, danke, weil ich stehe nicht auf Kokos. Von daher habe ich da nichts getestet. Aber die Alterra-Haarkur, muss jetzt aber auch dazu sagen, meine Haare gehen nur bis hier. Es war für meine Haare wirklich gut. Die ließ sich gut verteilen, die ließ sich gut ausspülen und danach hatte die einfach richtig schöne, seidige, gepflegte Haare. Wenn ihr jetzt natürlich Silikonhaargefühl gewohnt seid, dann werdet ihr bei jeder Naturkosmetik Haarmaske denken, um Gottes Willen, die macht ja gar nichts. Aber ich habe jetzt, also bis auf meine Styling-Creme lasse ich eigentlich nichts mehr mit Silikon an meine Haare, schon, würde ich sagen, mindestens 2 Jahre. Und ich kann wirklich sagen, dass die von Alterra sehr gut ist. Die von Terra Naturi, das ist jetzt keine Katastrophe, die macht eure Haare nicht schlimmer. Was ich zum Beispiel bei einer Santé-Haarkur mal das Gefühl hatte. Aber sie hat halt nicht viel gebracht, muss man tatsächlich sagen. Und ist dafür auch nochmal einen ganzen Euro teurer. Ja, also Terra Naturi hat 3,45, während Alterra hier 2,49 hat. Also da muss man schon sagen, würde ich auch definitiv zum Alterra-Produkt raten. Wie gesagt, unter Vorbehalt, jeder kennt seine Haare natürlich am besten. Und dann sind wir bei der letzten Kategorie. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich finde ich da beide Produkte schlecht und möchte keins davon in den Himmel loben. Es sind die Fixing Sprays. Einmal das Alverde Hydro Fixierende Spray versus das Terra Naturi Fixing Spray. Alterra, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ich weiß, es ist jetzt ungefähr fast 2 Jahre her, seit ihr das Fixing Spray aus dem Sortiment genommen habt, aber ich finde es immer noch blöd. Das Fixing Spray war nämlich gut, wenn die anderen beiden richtig krasse Alkoholbomben sind, wirklich. Also das ging so weit, dass ich das Alverde fast nicht mehr verwenden konnte, Fixing Spray, weil ich davon so eine heftige Hustenattacke hatte und ich habe jetzt nicht den Mund offen gehalten, wenn ich gesprüht. Das klingt ein bisschen wie Heinblöd früher, bei Gelb Blaubeer. Gesprüht, ja, sondern das hat einfach so einen unangenehmen Alkoholnebel in die Luft gelegt, dass wenn ich das nächste Mal eingeatmet habe, ich immer gehustet habe. Das von Terra Naturi fand ich nicht ganz so schlimm, aber auch so alkohollastig, dass ich es letztlich nicht nachkaufen würde. Ich würde aber trotzdem in dem Fall jetzt Terra Naturi den Punkt geben, weil wenn ihr mir 2 hinhalten würdet, würde ich das von Terra Naturi nehmen. Ja, genau. Und damit waren wir schon mit allen 9 Kategorien durch. Und ich habe jetzt gerade mal durchgezählt und ich finde es echt ganz witzig, weil das Ergebnis ist 3:3:3. In 3 Kategorien gewinnt Terra Naturi und zwar definitiv beim Puder, bei der Zahnpasta und auch beim Fixing Spray, wobei ich die Kategorie jetzt so in Klammern setzen würde. Bei der Deo-Creme, bei der Deo-Creme, bei den Reinigungstüchern und bei der Haarkur gewinnt Alterra, während bei Haarspray, Fußbutter und Zellulite-Öl die Alverde gewinnt. Ja? Insgesamt ist es also ein Battle, das letztlich unentschieden ausgeht, wobei ich jetzt Terra Naturi so eine Stufe runtersetzen würde, weil ich das Fixing Spray jetzt auch nicht wirklich gut finde. Ich muss sagen, ich finde so, Alverde hat viele so Lala-Produkte.
Da gibt es wenig, was wirklich so krass hervorsticht. Es gibt schon wirklich gute Produkte. Also auch das Haarspray, die Fußpuder, Zellulite-Öl mag ich alles total gern. Alles auch Produkte, die ich nachgekauft habe, was natürlich auch sehr fürs Produkt spricht. Aber tatsächlich finde ich jetzt, dass man insgesamt sagen muss, so, ja, all in all hat Alterra schon auch Produkte, die sehr hervorstechen. Und jetzt habt ihr an meiner Denkpause gemerkt, dass ich was vergessen habe. Und zwar, ich habe die festen Shampoos nicht verglichen. Das ist ja verrückt. Feste Shampoos, das mache ich jetzt noch kurz. Ich habe nichts davon da. Mein Gott, was für ein Fail-Video. I'm sorry. Feste Shampoo. Gibt es von Terra Naturi ein sehr, sehr gutes festes Shampoo, das ich wirklich gut finde. Ich kann das nicht 1:1 vergleichen mit dem Alterra Feste Shampoo Sensitiv, das ich ja über alles liebe und in den Himmel lobe, weil das einfach sensitiv, parfümfrei, mit einer guten Tensidkombination ist und noch gut die Haare wäscht und auch noch schäumt. Das Terra Naturi Feste Shampoo ist kein schlechtes Produkt. Das kam auch in den Top 5 Terra Naturi, kam das auch als Top 4, aber im Vergleich zum Alterra Shampoo, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich Alterra vorziehen. Und dann, oh mein Gott, haben wir natürlich doch einen Gewinner und das ist Alterra. Und das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ja, weil ich von Alterra schon auch Sachen hatte, gerade auch so die Gesichtspflege, wo ich jetzt sagen muss ich jetzt nicht unbedingt wieder haben, ne? Aber rechnerisch, wenn wir die 10 Kategorien vergleichen, nachdem ich nur 9 aufgeschrieben habe, ich dusel, muss ich sagen, steht Alterra am Ende als Gewinner da. Es gibt natürlich auch noch Kategorien, die man weiter vergleichen könnte, zum Beispiel verschiedene Gesichtscremes oder so. Das habe ich jetzt mal gelassen, einfach weil ich das dann so Äpfel mit Birnenartig fand so ein bisschen. Gerade wenn man jetzt so irgendwie eine normale Gesichtscreme verglichen hat mit was besonders sensitiven, parfümfreien etc. Das finde ich, das hakt dann immer so ein bisschen vor. Hakt natürlich die feste Shampoo-Vergleich auch, weil es von Terra Naturi letztlich kein genaues Äquivalent gibt. Aber jetzt bleiben wir mal auf dem Boden. Das hier soll vor allen Dingen Spaß machen und ich will euch Produkte empfehlen und ich möchte jetzt hier keine Marke bashen und eine andere in den Himmel loben, sondern letztlich bleibt das Fazit aus diesem Video, dass es ja sehr eng ist. Und dass man, glaube ich, wirklich testen muss. Und dass es wirklich von einzelnen Marken sehr gute, herausstechende Produkte gibt. Vieles, was so lala ist. Manches, was schlecht ist tatsächlich auch. Aber letztlich muss man, glaube ich, in jeder Kategorie immer testen. Und kann nicht sagen so, wow, alles von Alverde oder alles von Alterra oder alles ist wunderbar. Sondern man muss einfach austesten, was einem halt auch selber taugt. Genau, damit sind wir am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es war unterhaltsam, interessant für euch und mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Vielleicht habt ihr ja die dritte Marke in den jeweiligen Battles getestet, vielleicht habt ihr auch die Produkte getestet und möchtet einfach mal ein bisschen schreiben, wie euch die Sachen zugesagt haben. Darüber freue ich mich und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Daumen nach oben, Abo und Glocke da lasst und aktiviert. Da würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt eine ganz wunderbare Zeit. Erholt euch gut, lasst euch gut gehen und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!